Willkommen zurück, ihr harten Party-People, hier bei Rise of the Tomb Raider mit Nils. Und wir sollen kriechen, hat uns das Spiel gerade gesagt. Das Spiel hat mir gerade gesagt, ich brauche Seilpfeile. Aber wir können die noch gar nicht machen. Konstantin erwartet mehr von uns. Jemand muss für diesen Fehler bezahlen. Die Munition hat Priorität. Hast du das gehört? Das sehe ich mir an. Ja, genau. Guck dir das mal ganz genau an. Oh oh, jetzt kommt schon das erste harte Gefecht. Nein, nein, nein. Oh, ausgewichen. Eiskalt ausgewichen. Oh, wow. Kommt da jetzt noch einer runter? Oh, der schießt auf uns. So ein Penner. Mist. Haha. Ah, bist du gut. Können die aufheben, die Lampe? Was können wir damit machen? Ah, die können wir auch schmeißen. Explodiert die? Ja, geil. Was man hier alles erfährt, so. Nice. War jetzt vielleicht nicht so ganz perfekt, aber mein Gott, also wir haben sie ja alle erledigt, ne? Ich meine. Aber wieso brauche ich jetzt Seilpfeile? Woher kriege ich die Seilpfeile? Wieso kann ich die noch nicht? Wenn wir das, ich habe jetzt schon zweimal waren wir jetzt schon da dran, dass wir hätten Seilpfeile brauchen müssen, können, sollen, dürfen. Ist ein bisschen doof, finde ich persönlich. Ist zumindest nicht ganz so praktisch. Wir sollten aber vielleicht echt mal langsam zurück ins Basislager, weil wir schon voll viel Stuff haben. Und es ist sehr praktisch, dass sie immer den Bogen zieht, wenn wir einen Gegner vor uns haben. Patsch, Problem gelöst. Wir sollten erstmal wieder ein paar Pfeile herstellen, ne? Ist ja schwach. So, was haben wir denn hier? Oh, da können wir gar nichts machen. Krass, hier steht so ein Terminal und wir können nichts machen. Ist ja auch geil. Alarm! Alarm! Oh, hier gibt es Pfeile. Was gibt's hier? Ah ja, wieder so ein bisschen Stuff. Jawohl, wir gehen ab. Hier wird gerade gesammelt und da haben wir wieder ein Textdokument. Ich weiß, ich habe schon zweifelhafte Jobs gemacht. Und ich weiß, dass du das nicht gut findest. Aber diesen Vertrag konnte ich nicht ablehnen. Ich will schon seit Jahren für Trinity arbeiten. Sie sind diskret, die Bezahlung ist Wahnsinn, sie haben immer irgendwas. Und jetzt bin ich hier und will wieder weg. Wir sind in einer verlassenen Sowjetanlage mitten im Nichts. Niemand sagt uns unwichtigen Externen, was los ist. Aber ich glaube, wir verhelfen ein paar echt miesen Typen zu einer Atombombe oder etwas ähnlich Furchtbarem. Und das wäre noch der beste Fall. Melde dich, wenn du das liest. Ich habe uns einen sicheren Kanal im Netzwerk verschafft. Bei einer solchen Operation bräuchten sie bessere Sicherheitsmaßnahmen, aber dafür haben sie wohl mich engagiert. Ja, wenn man derjenige ist, der für Sicherheit zuständig ist, dann ist das natürlich sehr praktisch. Kann man machen, was man will, klar, ja, Freifahrtschein. Okay, wir sind auf jeden Fall... Was ist das? Ach, das können wir lesen, ja, klar. Nein, wir können es noch nicht übersetzen, weil wir noch nicht genug Russisch können oder Mongolisch, je nachdem, was hier an dieser Tafel gefordert wird, aber ich würde mal Russisch vermuten. Hui, was da jetzt? Ah ja. Nicht so schlimm. Ah, wir haben hier... Ah, das hier ist auch noch der andere. Sehr praktisch. So, und wir bekommen ja auch unsere Pfeile wieder beim Töten von den Jungs. Und wir haben neue Waffenteile. Halbautomatische Pistole, 2 von 4. Noch 2 Kisten und dann haben wir unsere Pistole wieder zurück. Haben wir die eigentlich irgendwo verloren im Schnee oder hatten wir die gar nicht dabei? Ich weiß es gar nicht. Ja, hochklettern. Immer schön der Leiter folgend nach oben. Oh, ja, das hätte jetzt auch böse ausgehen können. Bei meinem Glück.
Wieso rutscht die denn jetzt ab? Ach ja, alles klar, ist ja okay. Wow. Na super. Ja, ist okay, ihr braucht nichts sagen. Das war, ja, nicht so praktisch. Nicht so gut. Das war jetzt nicht so professionell. Wie es hätte sein können. Achso, wir müssen erstmal hochklettern. Ja, natürlich. Und dann, weil die 3 cm haben jetzt noch gefehlt, damit es weitergekommen wäre. Zack, zack, hoch. Und easy, easy. Wir schaffen das. Was ich immer cool finde, dass dann auch der Gegner schon hier oben ist, weil manchmal stehen die dann hier auf so Punkten wach, wo man sich denkt, wie kommen die da hin? Ach, jetzt gehen wir über den Zaun. Es ist natürlich so viel schneller, über den Zaun zu kommen, als irgendwie über den Zaun zu klettern. Wer weiß, wer weiß. So, wir nehmen uns mal so eine Lampe mit. Jawohl, geil. Mehr Stuff zum mitnehmen. Ist das so geplant? Ja, das ist so geplant. Geil. Ach, der Jens, der kann es manchmal. Manchmal kann ich doch wissen, was ich will. Der sieht ziemlich tot aus. Oh, ein Revolver. Jawohl. Wir gehen erstmal da hinten hin und holen erstmal hier das, was da liegt. Die Rote Armee kommt hierher. Ich verfolge sie schon seit Wochen. Ich habe zugesehen, wie Hunderte von ihnen Eisenstreben auf dem Eis verlegen. Viele sind gestorben und ihre Körper hat man einfach in der Tundra zurückgelassen. Kein Übergangsritual, weder Begräbnis noch Einäscherung. Diese neuen Invasoren sind grausame, gottlose Männer. Sind sie auf die wertvollen Metalle des Berges aus? Oder werden sie wie all die anderen von der göttlichen Quelle angezogen? Mein Volk muss sich wieder für den Krieg rüsten. Krass, ich finde es halt extrem übertrieben, wie viele verschiedene Stories, das muss man ja auch alles auseinanderhalten, die wir hier lesen und über was für Jahre. Also das eine ist ja von den Propheten, von Anhängern von den Propheten, jetzt von Leuten, die für Trinity arbeiten, jetzt wieder ein bisschen in der Vergangenheit für Speer, wo die Sowjets hier angekommen sind an den Berg und so, das ist schon heftig. Deine ganze Familie, jeder, ein Qual von der Tod. Und wir schauen zu. Du hast eine verdammte Chance, genau jetzt. Sag uns alles. So, Problem gelöst. Hallo, ich bin jetzt hier. Wir plündern erstmal was. Was will er? Ist das kein Deutsch oder was? Ah. Gefangen. Muss. Oh nein. Nein. Na toll, jetzt ist er tot. Super. Schloss untersuchen. Okay, geht nicht auf. Doof. Dietrich, oder? Drauf schießen. Ja, drauf schießen wäre jetzt die einfachste Methode, aber wir brauchen einen Dietrich. Deswegen gehen wir erstmal hier durch die Tür durch. Und machen sie auf. Ne, wir können das Schloss bestimmt auch so knacken mit diesem Ultra-Teil, was wir haben. Waffen wechseln. 1, 2, 3, 4. Jawohl, können wir machen. Zack, Bogen. Zack, Pistole. Läuft bei uns. Wo ist eigentlich der Bogen hin? Das verschwindet einfach. Das ist ja auch geil. Wenigstens hat die Pistole eine eigene Munition. Wenn wir den Bogen haben, ist die Pistole im Holster. Holen wir die Pistole. Ja, aber das ist doch irgendwie doof. So, naja, egal. Wir machen uns nicht über das Spiel lustig. Da hinten liegt noch Stuff. Bogen und Munition. Ach, Munition brauchen wir auch. Oh, naja, gut. Hätte ich vielleicht mal eben nicht so doof schießen sollen. Kriegen wir jetzt hier irgendwo noch einen Dietrich? Oh, yo. Ui, yo. Das sind zu viele zum Schießen, zum Kämpfen. Du hattest die Verantwortung. Ja, Sir. So viel Widerstand war unerwartet. Du solltest beobachten. Mein zweites Paar Augen sein. Du musst wissen, was bei dieser Operation auf dem Spiel steht. Ja, aber... Nein. Nein. Wolltest du nicht? Nein. Wie könnte das jemand... Ganz ruhig. Angst vor dem Schmerz.
Was ist denn das für ein Spast, ey? Was ist das für ein Psychopenner? Unser Ziel ist fast erreicht. Aber wir müssen besser aufpassen. Der Erfolg hier bringt uns eine neue Welt. Eine nach unseren Vorstellungen. Konstantin, Sie werden umgehend beim Gefängnis gebraucht. Ein Gefangener weiß vielleicht was über das Artefakt. Bleibt im Glauben. Und ihr werdet Teil der Herrlichkeit der göttlichen Quelle. Bleibt im Glauben, Freunde. Bleibt immer im Glauben. Finden Sie den Weg über in das alte Gefängnis. Keiner fasst ihn an. Alter. Wir haben wohl noch einen Treibstoffleck. Was zur Hölle ist passiert? Das Ding ist 50 Jahre alt. So, mal gucken. Vielleicht können wir ja erstmal. Okay, ich mach das. Den Typen. Da oben ist ja noch einer. Verdammt. Oh je, also wir müssen erstmal, wenn der sich umdreht. Ja, toll. Ja, die laufen natürlich ganz praktisch. Kannst du mir mal helfen? Ja, klar. Da hinten. Ach, verdammt. So, jetzt da oben der. Gut, hat keiner mitgekriegt. Arm fällt zwar durch die Decke durch, aber kein Problem. So, wenn der jetzt wieder zurückläuft, dann kaufen wir uns den mit einem Kopfschuss. Ist zumindest der Plan. Ist hier noch irgendeinen? Habe ich einen gesehen? Nein. Gut, so, dann kaufen wir uns den jetzt. Sieht auch keiner? Perfekt. Freunde der Hoffnung, so kann das laufen. So, was ist jetzt hier? Plündern. Ach ja, genau. So, dann nehmen wir uns mal die... Den Schluck Alkohol hier in der Hand. Oh. Das hat er doch vorhin schon mal gesagt. Das fällt doch auf. So, dann gucken wir mal, wo schmeißen wir das Ding da hinten? Am besten dort. Einfach mal erstmal weit weg. Okay, der eine, zwei. Was ist das? Den können wir jetzt angreifen. Oh oh. Okay. Ich glaube, da draußen ist jemand. Können wir angreifen? Jawohl. Batz. Und wieder mit dem Stein, woher er auch gezaubert worden ist. Okay, es ist auf jeden Fall. Läuft bei uns. Läuft gut. Ja, hast du selber zuzuschreien, du Idiot. Was ist eine andere? Hier war doch noch einer. Warte mal, wir hatten drei Stück doch. Hier, eins, zwei, ach so, haben wir gerade schon. Ja, alles klar. Können wir was mit dem machen? Können wir dem helfen? So. Ja, wir brauchen jetzt das Zeug, das er dabei hat. Mein Gott, guckt nicht so böse. Braucht gar nicht so erschrocken zu tun, aber... Wir haben den erlöst, Mann. Der wäre blind gewesen. Ist doch kein Leben. Und der wäre sowieso wahrscheinlich gestorben hier draußen. Hätte sich doch nicht mehr um den gekümmert. Ich versuche das jetzt nicht... Den Tank zerstören. Ich versuche das jetzt nicht hier zu rechtfertigen, aber... Ja, ihr wisst, was ich meine. So, bam, Tank zerstören. Eiskalt, kennt ihr jetzt nichts. Gut, jetzt können wir auch die Waffe nehmen, weil ich denke mal, die Leute wissen jetzt, dass wir da sind. Bam, ich habe nicht mal gesehen, wo das gerade... Wow. Ups. Alter, was geht mit denen? Was ist denn hier los mit denen? Sind die durch oder was? Was haben die denn für ein Problem? Gehen wir mal hier hoch. Vielleicht können wir hier unten noch was finden. Oh, da hinten wäre noch was gewesen, ja. Munition. Ist voll. Doof. Das ist ja doof. Gut, dann gehen wir doch einfach mal raus hier aus dem Schuppen. Bam, Junge. Jetzt gibt's auf die Fresse. Jetzt kommt Lara Croft, aka Tomb Raider. Was ist hier los? Wo war er denn? Hier war doch einer. Hm, doof. Er hat keine Lust mehr gehabt. Ach da. Wow, lol. Ha, geil. In den Busch reingeflogen. Harter Move. Das war auf jeden Fall ein harter Move. Okay, weiter geht's. Mit Bäume sammeln. Und wir haben ein neues Basislager entdeckt. Super Aktion, das heißt, die Folge ist damit vorbei. Danke fürs Zuschauen. Bis in die nächste Folge.
Folgenname Konstantin. Nun haben wir ihn das erste Mal, nicht ganz das erste, nee, nun haben wir ihn wieder getroffen. Unser Gegenspieler von Trinity ist hier, um seinen Soldaten ein bisschen Ordnung beizubringen. Und das macht er auf eine ganz besondere Art und Weise, auf eine erblindende Art und Weise. Was das genau bedeutet, schaut ihr am besten mal in der aktuellen Folge, in der heutigen Folge. Wir wünschen viel Spaß dabei. Eure Netzwerk-Gaming-Bros. Und Jens. Tschüss.